am 16.07. vor ungefähr 7 Wochen jetzt, ziemlich genau, erlitt ich hier in meinem Teich einen lebensbedrohlichen Stromunfall, den ich laut Experten wie ein Wunder überlebt habe, und dafür bin ich sehr dankbar. Wochen zuvor hatte ich den ganzen Teich repariert und die undichten Stellen mit Dichtschwämmen und mit Spezialteichfarbe versehen. Darauf war ich sehr, sehr stolz, dass es fertig war. Ich war auch sehr stolz, dass nur ein Fisch gestorben war bei der ganzen Aktion, weil die Fische mussten halt ewig lang halt in Containern leben mit Sauerstoff. Aber ja, ich war sehr froh, dass sie alle überlebt haben. Und naja, und ist mir aufgefallen, dass halt das Wasser nicht mehr zog oben für den Bachlauf. Und als ich die Pumpe dann mir anschaute, sah ich, dass halt das Kabel gebrochen war, Materialschaden. Habe ich mir gedacht, okay, was machst du? Musst halt überbrücken von oben, denn das Kabel kam hinter dem Mäuerchen, und zwar hier rein im Wasser dann raus, unter der Erde. Und dann habe ich mir das angeschaut, Fotos gemacht und bin dann auch zum Spezialladen gefahren, um mich beraten zu lassen vorher. Und dann kam ich zurück um die Mittagszeit am 16.07.22 und erfreute mich, dass ich das jetzt mal nicht reparieren konnte. Dachte gar nicht dran. Ich dachte, ich hatte nur mit Wasser zu tun, und bin halt in den Teich gestiegen. Der Teich ist, hat hier nur einen kleinen Flachbereich. Ansonsten ist er halt fast 2 Meter tief. Und bin dann halt reingestiegen und dann hier drin im Flachbereich und mit einer Zangenschere ging ich an dieses Rohr unter Wasser. Ich habe noch darauf geachtet, dass ich halt das Kabel von der Pumpe, das Stromkabel, mit dem Fuß zur Seite gehalten habe, um nicht dran zu kommen. Schneide in das Wasserrohrkabel. Ich musste das abschneiden, damit ich es halt überbrücken konnte mit einem neuen Teil und vernünftig, dass es hält. Anscheinend schnitt ich dann doch in das Stromkabel, wie sich später herausstellte, und ich blieb kleben. Ich blieb kleben. Ich stand im Flachbereich und klebte an diesem Strom. Ich habe das alles bewusst wahrgenommen, wie der Strom durch meinen Arm, durch meinen ganzen Körper ging und ich mich nicht bewegen konnte und auch nicht um Hilfe rufen konnte. Es kam keine Stimme raus. Ich blickte zu dem neu reparierten Zaun, den ich auch ein paar Wochen zuvor repariert hatte mit der liebevollen Hilfe von meinem Nachbarn, und sagte, Hilfe, bitte hilf mir jemand. Es kam nichts mehr als das raus. Ich bin nicht in Panik ausgetreten, komischerweise. Wahrscheinlich, weil ich halt in den letzten Jahren schon ganz viel Bodenlosigkeit erlebt habe und wirklich Momente der völligen Hilflosigkeit und der völligen Verzweiflung und Ohnmacht, wo ich auch dachte, dass ich sterbe, nicht durch Unfall, sondern durch psychisch-emotionalen Gewalt. Und auf jeden Fall blieb ich halt, ich bin nicht in Panik ausgeraten und dachte, okay, das war's halt. Das war's. Und ging dann langsam in die Hocke. Das schaffte ich dann, diese Bewegung. Im Nachhinein vermute ich, dass diese Bewegung auch dazu geführt hat, dass kurzzeitig die Zange, die halt am Strom, an mir, an meinem Körper klebte, wo ich dran klebte, sich durch die Wasserbewegung vielleicht ein bisschen, durch eine Millisekunde vielleicht, gelöst hat. Und keine Ahnung, dann peng. Ich war weg, bewusstlos.
Ich hatte sowas wie eine Naturdeserfahrung, aber bestimmt war es das nicht, weil mein Herz blieb ja nicht stehen. Auch da großes Glück, großes Wunder. Aber nichtsdestotrotz habe ich in meiner Bewusstlosigkeit sowas erlebt wie eine Todeserfahrung. Zumindest was die Menschen so berichten. Also völlige Klarheit, Licht, Ruhe. Menschen aus meiner Familie, die bereits gestorben sind. Auch Menschen, die noch Teil meines Lebens waren. Und meine Kinder auch. Und als ich wieder zu mir kam, dachte ich erstmal, ich hätte einen Traum gehabt. Weil ich habe normalerweise sehr bunte, sehr sich realistisch anfühlende Träume, zumindest vom Gefühl her. Und ich dachte, ich hätte das alles geträumt im ersten Moment. Dann roch ich nasse Erde. Ich nahm mit meinem Körper, mit meiner an der Haut, Rasen war und auch Rasengeruch. Gleichzeitig, das passierte alles gleichzeitig innerhalb von Sekunden wahrscheinlich, konnte ich nicht atmen und konnte nicht sprechen. Erst dachte ich, ich liege in meinem Bett und habe geträumt, dann dachte ich, ob ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Dann nahm ich das halt alles wahr, dann wurde mir ganz bewusst, dass es wirklich passiert. Und dann nahm ich so meinen Sohn neben mir wahr, konnte erst nicht atmen, kam dann wohl auch Wasser aus meinem Mund, konnte erst nur ganz einzelne Worte formen und versuchte die ganze Zeit zu kommunizieren, nämlich zu erklären, was passiert war. In dem Moment kamen auch schon die Rettungskräfte, ganz viele, wie mir später berichtet wurde. Ich bekam Morphium und so weiter und ich versuchte und konnte dann immer besser atmen und auch immer besser reden. Und zwar nicht in ganzen Sätzen, aber in einzelnen Worten, um zu erklären, was passiert war. Ich sagte immer nur Mauer hinter Mauerchen, Wasserkabel, Strom, bla, so. Wie sich herausstellte später, natürlich wollte ich ganz genau wissen nachher, also ich war insgesamt 3 Wochen im Krankenhaus. Ich hatte ein Riesenglück, wie Ärzte sagen und Stromexperten sagen. Ein Wunder, dass ich überlebt habe, sollte wohl noch nicht sein. Und ich hatte Riesenglück, weil normalerweise bei so einem Stromschlag, 340 Volt meine ich, wird das Herz auch in Mitleidenschaft gezogen, Herzflimmern und so weiter. Ich lag eine ganze Woche halt in intensivster Beobachtung und habe auch verschiedene Untersuchungen bekommen, wie Herzecho, MRT vom Kopf, EEG und so weiter. Und überall stellte sich heraus, alles okay. Das Einzige waren Verbrennungen dritten Grades an beiden Händen, für die ich dann eine plastische Chirurgie gebraucht habe, nämlich wo sie mir Haut hier entfernt haben aus dem Oberarm, um die halt in die Verbrennungen, in das verbrannte Gewebe, was sie vorher abgeschabt haben, zu implantieren. Und Gott sei Dank hier, siehe da, 6 Wochen später, ist schon super, verheilt. Das Einzige ist, ich spüre hier teilweise meinen Zeigefinger nicht und hier rechts mein Daumen ist taub. Das beeinträchtigt schon sehr im Tagtäglichen, aber man weiß nicht, ob das wiederkommt. Das ist halt Nervensache. Wenn ich Glück habe, kommt es wieder. Irgendwann, vielleicht in 1 Jahr, 8 Monaten, keine Ahnung. Und wenn ich Pech habe, werde ich mit dem tauben Daumen leben. Und ich wollte ganz genau wissen, auch was passiert ist. Und nach meinem Unfall, es war halt so, ein Familienfreund von mir war hier. Er erholte sich gerade von seiner Hüft-OP und war überhaupt nicht mobil. Saß zu dem Zeitpunkt, als ich zum Teich ging, um die Reparaturen vorzunehmen, auf der Terrasse. Und naja, ich konnte ja nicht schreien. Aber anscheinend war es so, dass als ich in die Hocke ging und diese Millisekunde war, wo es dann Peng machte, wo ich dann doch bewusstlos wurde, kam wohl ein Schrei raus.
Todesschrei, Lebensschrei, keine Ahnung. Den hörte er, humpelte mit seinen Krücken zum Teich und sah mich bewusst. Er dachte, ich wäre tot. Er sagte, meine Augen waren verdreht und ich lag halt mit dem Kopf da hinten im Wasser und mit dem Körper hier rüber. Wie gesagt, hier ist es 2 Meter tief fast. Und fing an unterzugehen und er packte kurz an meinen Fuß, er wollte mich rauszerren und dann spürte er Strom. Und da er einen Defibrillator eingebaut hat, da er seit 7, 8 Jahren auf ein neues Herz wartet, lebensgefährlich für ihn. Er schrie nach meinem Sohn, der Gott sei Dank zu Hause war. Er kam wohl und dieser Freund meinte nur Strom, Strom, Strom. Somit hatte auch wieder Glück. Also mein Sohn, der hat gedacht, es wäre alles FI abgesichert. Weil letztes Jahr hatte ich ein paar Stromarbeiten hier machen lassen von einem neuen Kabel, was ich verlegen musste, einen neuen Erdkabel, um die Beleuchtung und Steckdosen vernünftig zu machen, die im Garten sind. Und hatte natürlich einen Profi-Elektriker kommen lassen, um das zu machen. Und der hat mir das FI abgesichert. Und mein Sohn dachte, es wäre alles FI abgesichert. Ich eigentlich auch. Aber mein Sohn kam Gott sei Dank intuitiv auf die Idee, alle Steckdosen rauszuziehen. Gott sei Dank, denn es war nichts abgesichert. Außer das, was ich letztes Jahr machen lassen hatte. Aber das, was früher war, da wurde nie für die Sicherheit der Familie gesorgt. Ja, man wusste es halt nicht und ja, hat es vielleicht auch nicht so eingesehen, in Sicherheit zu investieren. Keine Ahnung. Mein Sohn zieht alles raus. Als er wieder zurückkam, war ich bereits am Untergehen mit dem Mund etwas unter Wasser. Er sprang wohl in den Teich, hiefte mich hoch und dieser Freund, beide konnten mich dann irgendwie rausziehen, legten mich hin, ähnlich wie Kimba jetzt da liegt. Und naja, und dann passierte das alles, was ich eben berichtet habe. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich überlebt habe. Ich wundere mich auch und viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, wundern sich, warum ich nicht so ein Riesentrauma jetzt von diesem Unfall habe oder nicht in Panik bin oder was das alles mit mir gemacht hat. Gut, etwas hat es mit Sicherheit mit mir gemacht, sonst hätte ich nicht das Bedürfnis, mich mitzuteilen und darüber zu reden. Weil unterdrücken ist das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Aber in Wirklichkeit hatte ich nicht so viel Panik. Auch in Gesprächen mit meiner Psychologin, ich bin ja schon seit Jahren in Therapie wegen anderen Themen, Depression, wegen posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hatte keine Panik. Also Erlebnisse, seelische Erlebnisse, die ich hatte, die ich allein musste und von der ich mich nicht schützen konnte. Ja, das waren viel schlimmere Erlebnisse für mich. Und hier, was den Unfall angeht, da bin ich einfach nur dankbar und sehr, wie soll ich sagen, ja, es sollte wohl nicht sein. Anscheinend habe ich noch einiges hier auf dieser Welt zu geben. Und ich hoffe, die Welt kann es auch empfangen. Denkt immer daran, das Leben ist schneller vorbei, als man glauben möchte. Die einzige Sicherheit, die wir haben im Leben, ab dem Moment, wo wir geboren werden, ist, dass wir sterben werden. Und zwar wir alle. Das ist der Lauf des Lebens. Also mach was draus. Lebe bewusst. Räume in dir auf. Räume Dinge auf. Beziehungen, Sachen, Erfüllung. Entfaltung, was auch immer. Räume auf, weil nur wir, jeder von uns,
ist seinen eigenen Lebensschmied. Kein anderer ist dafür verantwortlich. Ja, wir erleiden Dinge. Wir erleiden manchmal Dinge durch andere Menschen, die selber irgendwie, weiß ich nicht, verstrickt, blockiert, was weiß ich, keine Verbundenheit zulassen, was weiß ich. Ich meine, aber jeder kann in sich aufräumen. Ich glaube an das Gute. Ich glaube an das Gute in den Menschen. Und ich glaube, dass Böses nur rauskommt, wenn Menschen Dinge unterdrücken und nicht an sich arbeiten und nicht und verdrängen und weggucken. Praktisch so durchs Leben gehen und nur an der Oberfläche schwimmen. Dann passiert viel Kränkung, viel Böses, viel Schlimmes. Deswegen sage ich, macht euch bewusst, macht euch alles bewusst. Vor allen Dingen als erstes macht euch selbst bewusst. Um bewusst euer Leben zu führen. Ich könnte jetzt sterben. Ich hätte am 16.07. sterben können. Ich habe nichts zu bereuen. Warum? Weil ich mir erlaube. Ich erlaube mich. Und das habe ich in den letzten Jahren meines Lebens, seit meinem Burnout 2018, ganz bewusst bin ich diesen Prozess angegangen. Diesen Entfaltungs-, diesen Lernprozess, diesen Weg zu mir selbst, um mir zu erlauben, zu sein, ohne Verstrickung, so dass Augenhöhe funktioniert, Geben und Nehmen in Balance. Ja, schützen. Manchmal muss man sich schützen. Manchmal muss man sich schützen, wenn man an die Mauern von anderen schlägt, immer und immer wieder. Dann, wenn man immer wieder versucht und nur gegen eine Mauer rennt, wo kein Fenster aufgemacht wird, ist halt so. Aber wir können an uns arbeiten. Und diese Verantwortung gehört auch ganz alleine uns. Und die Einstellung zum Leben. Meistens sind Unzulänglichkeiten, die man spürt, Traurigkeit, innere Traurigkeit, was auch immer, Hinweise. Oder auch wenn man krank wird, manchmal, klar, natürlich gibt es auch. Aber es sind Chancen, die das Leben einem noch gibt. Versuch zu erkennen, was dir dein Leben und dein Körper sagen wollen. Dann lebst du auch bewusster und musst nichts bereuen. Niemals. Fehler machen wir alle. Kleine Kinder lernen nur laufen, weil sie auch immer wieder hinfallen. In diesem Sinne, Namaste und passt auf euch auf. Räumt in euch auf. Auch das Schicksal und die Angst kommt über Nacht. Ich bin traurig, dabei hab ich grad gelacht. Und an sowas Schönes gedacht. Auch die Sehnsucht und das Glück kommt über Nacht. Ich will leben, auch wenn man dabei Fehler macht. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen und ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Und immer weiter, und immer weiter geradeaus,
Nicht verzweifeln, denn da holt dich keiner raus. Komm, steh selber wieder auf. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, und ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen.